Ich hatte ja gesagt, dass niemand meine Fragen beantworten kann. Woher sollst du auch die Vielschichtigkeit von Marionetten kennen, Luci? Du bist zwar eine Marionette, aber das macht dich noch längst nicht zum Experten. Sei nicht so vorlaut. Ich werde jetzt nämlich versuchen, dir diese letzte Frage zu beantworten. Was ist die Vielschichtigkeit von Marionetten? Legen wir los, Putzli. Marionetten versteht man im Allgemeinen als spielbare Gliederpuppen, die an Fäden hängen und durch solche auch durch einen pendelartigen Mechanismus bewegt werden. Die Fäden hängen übrigens an Spielkreuzen, in der Regel, aber dazu später. Ursprünglich hat man sie aus Lindenholz gefertigt. Der Grund dafür, es ist leicht zu bearbeiten, es ist vom Gewicht her sehr leicht, reißt wenig und ist lange haltbar. Bei guter Lagerung, versteht sich. Heutzutage werden Marionetten aus den unterschiedlichsten Baumaterialien gebastelt. Redet man als Außenstehender von Puppentheater anstatt von Marionettentheater, ist es genau genommen eine Herabwürdigung, da Marionetten zwar Puppen sind, aber zu den Puppen gehören, die als eine der am schwersten zu spielenden Puppenarten gehören. Noch dazu kommt, dass die meisten, die Puppentheater hören, sofort an ein Handpuppentheater denken. Dadurch, dass der Marionettenspieler in der Regel nicht zu sehen ist oder wenigstens im Hintergrund steht, erlangte das Marionettentheater an sich ab dem 19. Jahrhundert große Beliebtheit und war zu der Zeit sogar gefragter als Theater mit menschlichen Schauspielern. Der Begriff Marionette stammt übrigens von der Beschreibung kleine Marienfigur. In Frankreich präsentierte man zu dieser Zeit eine Art lebendige Krippe zur Weihnachtszeit, da manche Krippenfiguren sich durch einen Hebelmechanismus mit Fäden unterschiedlich gut bewegen konnten. Die Figur mit den meisten Fäden und die sich dementsprechend dann auch am besten bewegen konnte, war dort die Heilige Maria, also die Mutter Gottes. Marionettenartige Gliederpuppen sind allerdings schon seit der Antike bekannt. So fein sie zwar bewegt werden müssen, so grob können sie sich anfangs nur bewegen. Gesichtszüge verändern, Finger bewegen oder ähnliches ist für die damalige Zeit bei einer Marionette nicht möglich. Heutzutage können das jedoch einige Marionetten. Doch dazu gleich. Nicht alle Länder kennen in ihrer Tradition die Marionetten. Doch zwei Länder, welche man nicht sofort mit Marionettentheater in Verbindung bringen würde, wo jedoch das Marionettentheater tatsächlich fest verankert ist, sind Burma und der Iran. Marionetten sind aber nicht gleich Marionetten. Es gibt viele verschiedene Arten. Fangen wir mal mit den sogenannten Kindermarionetten an. Damit sind nicht die Marionetten gemeint, die aussehen wie Kinder, ne, dazu könnte man auch Kindermarionetten sagen, sondern die Marionetten, die lediglich 1 bis 4 Fäden haben. Auch Anfängermarionetten sagt man ganz gerne dazu. Damit können sie sich, also mit der Anzahl der Fäden, nicht so schnell verheddern und sind kinderleicht zu spielen, bedingt durch die wenigen Fäden. Durch die wenigen Fäden können sie sich jedoch aber auch nicht so facettenreich bewegen wie andere Marionetten. Das ist der Nachteil dabei.
Kindermarionetten hat unser Keduma Marionettentheater auch, zum Beispiel Gretel und Zauberer Zoppo. Aber auch ich, obwohl ich zwischen Händen und Füßen auch noch zwei Zusatzfäden habe, welche jedoch nur durch die Handfäden bewegt werden können. Machen wir weiter, und zwar kommen wir jetzt zu den Tuchmarionetten. Tuchmarionetten heißen Tuchmarionetten, na, weil, richtig, sie hauptsächlich aus Tüchern bestehen. Diese benutzt man zum Beispiel, wenn man Gespenster oder Feen machen will, die halt hauptsächlich aus Tüchern bestehen. Der Vorteil dabei, einmal das leichte Gewicht und die Einfachheit des Spielens, denn so viele Fäden haben die nicht. Keduma hat auch so eine Tuchmarionette, und zwar kann das ganz gut verglichen werden mit dem Gespenst Buu aus dem Kartoffelkönig. Machen wir weiter, und zwar mit Pendelmarionetten. Pendelmarionetten sind sehr facettenreich, haben unterschiedlich lange Fäden und unterschiedlich viele Fäden. Was sie von anderen Marionetten unterscheidet, ist die Art des Spielkreuzes. Es pendelt sich alles sehr harmonisch ein wie auch aus und verschafft der Marionette nochmal zusätzlich etwas mehr an Lebendigkeit. Keduma hat jetzt zum Beispiel aber keine solche Marionetten. Nun geht's weiter, und zwar mit den Standardmarionetten. Diese Marionetten besitzen 5 bis maximal 6 Fäden. Dadurch können schon mal alle Hauptglieder bewegt werden. Ne, also Kopf, Hände, Füße. Und vielleicht auch noch der Rücken, je nachdem wie viel Fäden der Kopf hat. Standardmarionetten von uns sind zum Beispiel Klaus oder Pater Ben. Die nächste Art sind die Profi-Marionetten. Diese hängen an 7 bis maximal 10 Fäden. Also Kopf, Hände, Füße, Schultern und Rücken. Dort hätten wir zum Beispiel Oma Inge, Nono oder unseren Hoppel. Als nächste Art hätten wir da die Meistermarionetten. Diese haben mehr als 10 Fäden und können manchmal auch 2 oder 3 Puppenspieler anstatt nur einen haben. Wenn wir das mit unseren Figuren vergleichen würden, hätten wir da Fiete. Dann gibt es auch noch Stabmarionetten. Diese heißen so, weil sie statt eines Kopffadens mit einem Stab am Kopf bewegt werden. Der Stab geht wie die Fäden nach oben zum Spielkreuz. Durch den Stab kann sich die Figur nicht so schnell verheddern, kann den Kopf mehr bewegen und kann seitlich einen schwebenden Eindruck hinterlassen. Da hätten wir zum Beispiel bei uns den Prinzen oder den König. Die nächste Art sind die Tischmarionetten. Diese haben nur Stäbe anstatt Fäden und verlaufen nach hinten oder seitlich. Solch eine Figur haben wir nicht. Nun kommen wir zu den Hamas. Hama bedeutet Handpuppe und Marionette in einem. Um das möglich zu machen, haben solche Figuren selten ein Spielkreuz oder nicht abnehmbare Fäden. Auch so eine Figur haben wir nicht mehr, jedoch hatten wir mal eine. Jetzt kommen die Klappmaul-Marionetten.
Wie der Name schon sagt, können diese ihren Mund bewegen. Bei uns wären es Marionetten wie Kati Krähe oder Arabia. Nun sind wir bei den Humanetten, also menschliche Marionetten, wie es übersetzt heißt. Oft fehlen den Marionetten Hände oder Füße. Diese werden von richtigen Menschen ersetzt. Durch die Bewegung richtiger Gliedmaßen kommt so eine Figur noch lebendiger rüber. Bei uns sind das die Figuren Dragonina zum Beispiel oder Gottfried. Als letzte Art haben wir die Supermarionetten. Diese können Mund, Augen und Gesichtsmimiken bewegen und verändern, mit den Augen leuchten oder aus Mund und Nase qualmen. Als Supermarionette, die dann dementsprechend auch super viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten genießt als andere Marionetten, haben wir da unseren Gagam. Ne? Der kann die Augen und den Mund bewegen. Außerdem hat auch nicht jede Marionette ein Spielkreuz. Natürlich haben es die meisten. Aber manche besitzen auch statt des Kreuzes lediglich einen Holzbalken, einen Handschuh oder einfach einen dicken Knoten, der mit den Fingern einer Hand und den Fäden verbunden ist. Das war es jetzt von mir und meiner Antwort. Und? Hättest du es besser erklären können, Putzli? Ich muss mich tatsächlich geschlagen geben. Dann geh halt weiter, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Tschüss! Und zack ist die Maus auf ihrem komischen magischen Besen weggeflogen und lässt mich einfach so zurück. Na, wenigstens kann ich jetzt weiter den Rhein runter, um zu meinem Bruder Jack zu gelangen. Und dann geht es mit meinem Flugzeug weiter nach Somalia. Ein wenig Sorgen mache ich mir ja schon, aber es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Land. Meine Lieben am Bildschirm, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch die kommenden Folgen von Luzi bereist weiter an. Also Luzi bereist Staffel 2, da geht's dann weiter. Bis dahin, alles Gute und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.